Hallo und herzlich willkommen zur Roomtour 500 Abo Spezial. Ich zeige euch meine Räumlichkeit und wir starten hier drüben. So, das hier ist dann eben meine Zuchtwand, nenne ich sie immer. Dort habe ich meine Tiere, die ich Ständer und Kameramann, das geht gar nicht. Also das hier ist meine Wand, wo ich meine Gottesanbeterin verpaare und ihre Theken ablegen lasse. Ich kann ja mal kurz, ich bringe mal vor die Kamera. Wir haben hier eine Hindula Membranacea, die eine Theke gelegt hat. Die beiden sind leer, die ist leer. Hier ist eine Theke drinnen, die muss ich noch abbauen. Hier haben wir, das muss ich glaube ich einmal drehen. Hier haben wir eine Spiromantis Blue Flash. Leider nicht in blau, sondern in braun. Passiert. Hier habe ich noch eine Gruppe Gongylodes drin für ein Experiment, das ich gerade vorhabe. Und dann muss ich einmal runterseppen. Habe ich hier noch Achatschnecken im rechten Becken. Das linke ist leer. Dann habe ich hier eben meine Bibliothek und meine Fruchtfliegen, die ich so im Laufe der Woche verbrauche. Ja, Bibliothek ist für mich ganz wichtig, denn ich muss ja natürlich ab und zu auch mal nachgucken. Alles kann ich mir nicht merken. Ich habe hier exotische Insekten, exotische Käfer, Terrarientiere, Atlas der Reptilienkrankheiten ist für mich auch immer ganz wichtig. Denn ich habe ja auch Reptilien, verschiedene Feige, Fröschbücher, Phasmidenbücher, also wirklich, wirklich sehr viel Input, wo ich mich dann immer noch mal einlesen kann, falls ich mal was vergessen habe. Ja, ganz unten steht noch ein altes Aquarium mit ein bisschen Holz drinne und das Tripops-Becken meiner Tochter. Rechts habe ich noch ein paar Terrarien stehen, ein bisschen Bastelkram, denn ich will jetzt wieder ein bisschen Terrarienbau machen. Und dann seppen wir hier mal rüber. Ja, hier habe ich jede Menge verschiedene Becher und habt ihr nicht gesehen, mein Staubsauger. Ich muss noch saugen. Ja, hier habe ich jetzt meine Gottesanbeterin-Ecke, mein Tideneck, keine Ahnung. Da habe ich verschiedene Gottesanbeterinnen. Oben habe ich zum Beispiel in dem paar Plastboxen habe ich verschiedene Gottesanbeterinnen, die ich jetzt die nächsten Tage verpaaren will. Dann habe ich Boxen, wo Schlupf drin ist mit Otheken. Otheken habe ich rechts oben auch noch ein paar. Und dann eben die verschiedenen Stadien und. Und unten habe ich dann noch Zubehör, Boxen, meine Werkzeugkiste, falls ich mal wieder was basteln muss. Und dann gehen wir mal auf die große Wand. Ja, das hier ist so die das große Herz dieses Raumes. Ich habe noch einen anderen Raum, wo ich dann wirklich nur Plastikkisten drin habe, wo verschiedene Tausendfüßler drin leben, Asselarten, Skolopendas, Tausendfüßler. Das ist nicht so interessant, weil die wirklich alle nur beschriftet sind und zu sind. Da ist nicht so viel mit gucken wie hier. Und ja, hier oben haben wir dann eben sehr viele verschiedene Schabenarten. Fauchschaben, Totenkopfschaben, argentinische Waldschaben, Schachbrettschaben, Zwergfauchschaben, Bananenschaben. Dann haben wir hier oben, mal gucken, ob ich das hier einfangen kann. Da oben habe ich verschiedene Asselarten, dann hier vorne noch ein paar Käferboxen, Phasmideneier, dann haben wir hier Kokons mit Käferlarven, also immer viel, viel los hier. Dann haben wir hier die Phasmiden. Die Frage habe ich letztes Mal gekriegt, kann man verschiedene Phasmiden zusammenhalten? Ja, das ist kein Thema. Wir müssen nur darauf achten, dass die Haltungsbedingungen gleich sind. Das heißt, ich kann kein Tier mit einem anderen Tier zusammensetzen. Das eine braucht 22 Grad, das andere braucht 28 Grad, das passt nicht. Das eine braucht 20% Luftfeuchtigkeit, das andere braucht 100% Luftfeuchtigkeit, das passt auch nicht. Und beide fressen unterschiedliche Futterpflanzen, das passt natürlich auch nicht. Das heißt, wenn wir jetzt Tiere haben, die von der Temperatur, von der Luftfeuchtigkeit und von der Futterpflanze zusammenpassen, ist das gar kein Problem. Ich halte auch immer 2 bis 3 verschiedene Arten in einem Becken zusammen. Ich habe da noch nie Probleme mit gehabt. Und ich kann ja hier eben ein bisschen ausweichen mit den Temperaturen. Bei mir habe ich in der Mitte so um die
26, 28 Grad. Auf der nächsten Ebene bin ich dann bei 22, 24 Grad und unten eben noch kühler. Darum kann ich hier gut wechseln. Ne? Also die Terrarien hier über Grünzeug drin, es ist besetzt. Und dann habe ich hier die nächste Ebene, die beiden Becken hier hinten sind leer. Dann kommt hier noch ein Becken mit Philium giganterum. Und dann habe ich hier verschiedene Käferlarven, wo ich gerade ein bisschen am Rumspielen bin mit einer Futtermischung. Einfach mal ausprobieren. Ja, in der Mitte Tausendfüßlerbecken. Dann kommen hier noch viele kleinere Becken mit Tausendfüßlern. Dann ist das leer und hinten sind auch nochmal Tausendfüßler. Da habe ich mir schon Moos geholt, das steht noch draußen. Das will ich noch einmal abspülen, damit ich mir jetzt nicht so viele verschiedene Kleinorganismen mit reinhole. Ne? Und ganz unten, jetzt werde ich erstmal runterkurbeln. Fahrstuhlmusik. So. Ja, ganz unten hier haben wir noch jede Menge Terrarien, die ich noch schrubben muss. Wie gesagt, im Sommer ist hier mehr los. Dann habe ich hier in der Mitte noch ein Regal stehen und die muss ich noch alle putzen, damit die Tiere überall auch Platz haben. Ja, viele verschiedene Boxen mit Käferlarven. Meistens sind die Käferlarven hier, die am besten gehen. Zum Beispiel Euryzella, Honey Money habe ich hier zwei Boxen stehen. Oder Zuchtboxen von den Homoduros-Arten. Sowas steht dann eben hier, wo ich dann öfters mal reinschaue, nach den rechten schaue. Ja, und unten haben wir dann eben so Zubehörboxen, da ist so rechts, wo das Grüne raushängt, da habe ich Dosen drinne, ja, Zugehör halt, eben so Sachen, die man eben viel braucht. Meistens Becher und andere Sachen. Ja, das war's dann. Jetzt kurbel ich mal hoch, denn ich bin jetzt einfach mal so dreist und stell mich vor das Bild. Zack, zack. Oh. So, noch ein Stück höher. So. Ja, das war meine kleine Roomtour für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dabei. Im Sommer, wie gesagt, werde ich nochmal eine größere drehen. Und dann zum gegebenen Anlass werde ich sie euch präsentieren. Ne? Sollten noch Fragen sein, dann könnt ihr so das Video schreiben. Ich war gerade verwirrt, ich habe draußen was gehört. Wahrscheinlich ist da wieder eine Katze irgendwo von den Nachbarn draußen rumgerannt. Und so, das war's mit der Roomtour. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!